Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch mit einem super Ausblick. Heute geht es zurück nach Fieberbrunn. Ich bin schon am Packen. Erstmal fahren wir auf die Wildmoosalm, schauen uns dort noch ein bisschen um. Dann fahren wir zurück nach Fieberbrunn und bei Instagram habe ich ja eine Abstimmung am Laufen. Ich weiß noch nicht, was ich dann morgen mache. Ich habe gefragt, entweder geht es dann morgen in die Teufelsschlucht oder soll ich die Buchensteinwand bezwingen? Die Mehrheit hat bis jetzt Teufelsschlucht abgestimmt. Lasst euch überraschen. Jetzt wird aber erstmal alles eingepackt, fahrtauglich gemacht und dann geht's ab zur Alm. So, da hinten, sieht man gar nicht. Da steht irgendwo Wenner. Und wir gehen jetzt in diese Richtung. Ungefähr 1,5 Stunden. Dann sind wir da. Wir haben hier gerade unterwegs einen Hund aufgegabelt. Erst war ich ein bisschen ängstlich, weil Cassie ja nicht sehr sozial ist anderen Hunden gegenüber. Aber das liegt meist daran, dass die Hunde mir zu nahe kommen. Also sie bewacht mich sozusagen. Aber jetzt haben sie schon miteinander gespielt. Ich weiß gar nicht, ist bestimmt ein kleiner Ausreißer. Wo kommst du denn her? Da oben kommt jemand mit einer Drehtupe. Ja, die Frau, die mit den beiden Hunden hier ankam, die hat ihn uns jetzt abgenommen und der geht jetzt mit den Leuten mit. Kleiner Streuner wahrscheinlich. Wir sind jetzt hier am Wildmoossee. Ich blende euch mal ein Bild ein und kann ich euch mal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Der ist ja nur periodisch. Hier ist praktisch alles trocken, nur Grasland. Hier ist es auch noch mal sehr gut zu sehen. Kein Wasser da. Lecker Gulasch und Knödel haben wir jetzt verspeist. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Fieberbrunn zurück. Die Instagram-Umfrage, ob Teufelsschlucht oder Berg, tendiert momentan zu Teufelsschlucht. Ich bin gespannt. Morgen früh schaue ich wieder. Da steht Wenner. Sie hat einen Platz an der Sonne und ist ganz allein hier. Thank you.
Hallo aus der Teufelsklamm. Wir wandern jetzt diesen urigen Weg hier in der Teufelsklamm entlang. Unter uns stürzt das Wasser in die Tiefe. Dem Video jetzt ein Ende zu geben. Ihr seht, ich bin bei mir zu Hause und ja, es ist Folgendes passiert. In der Schlucht hat Cassie irgendwas gefressen, also sie hat mit Holzstücke gespielt und sie hat dann irgendwas gefressen. Ich habe sie nur kauen sehen. Und nachdem wir dann in unser Zimmer gegangen sind, hat sie geschlafen. Ich habe ein bisschen gearbeitet am PC und kurz bevor es dunkel wurde, dachte ich mir, ach, geh mal noch mal eine Runde mit ihr, bevor es ganz dunkel ist, dann kann sie weiter schlafen. Und während der Runde merkte ich schon, dass es ihr nicht gut ging. Sie legte sich einfach hin und ging nicht weiter. Dann sogar auf die Seite. Ja, irgendwann habe ich sie überredet bekommen, noch mit mir wieder in das Zimmer zu gehen. Und dort fing es dann an. Sie bekam Schaum vor den Mund. Sie hat gesabbert, alles war voll gesabbert. Dann hat sie, also vielleicht 10 Minuten später, hat sie unter sich gemacht. Es kam nicht nur Kot raus, es kam auch Blut raus. Das wurde immer mehr und sie hat immer mehr abgebaut. Und innerhalb von einer Stunde ist sie eingeschlafen. Ja, das war dann ziemlich abends. Und dadurch, dass es Nebensaison war in Österreich, habe ich niemanden gehabt, der mir helfen konnte, Cassie in ihrem Bett ins Auto zu tragen. Ich wollte dann einfach nur noch nach Hause. Und das ging aber nicht. Ich habe sie einfach nicht alleine runterbekommen. Und ja, dann habe ich bis morgens gewartet, als die Frühstücksfrau dann kam. Habe ich sie gebeten, mir zu helfen. Die hat auch gleich einen Schreck bekommen und hat gesagt, dass sie kann das nicht, aber sie ruft jemanden. Dann kam auch 10 Minuten später jemand, der mir geholfen hat, Cassie ins Auto zu tragen. Und ich habe dann bloß noch so schnell wie möglich das Weite gesucht und bin nach Hause mit ihr. Und dann haben wir sie im Kreise der Familie beerdigt. Eindeutig ein Giftköder gewesen.